Gläubige in aller Welt sind weiter in großer Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI. Zuletzt hatte es ja eine vorsichtige Entwarnung gegeben. Aus dem Vatikanischen Presseamt hieß es, er sei absolut klar und wach und in einer ernsten, aber stabilen gesundheitlichen Verfassung. Papst Franziskus rief daher erneut dazu auf, für den früheren Pontifex zu beten und ihn in diesen schweren Stunden zu begleiten. Am vergangenen Mittwoch hatte sein Nachfolger ja gesagt, Benedikt sei sehr krank und damit große Besorgnis ausgelöst. Später gab der Vatikan dann offiziell bekannt, Benedikts Gesundheitszustand habe sich lediglich altersbedingt verschlechtert.